Alter, ich hab's noch nie. Oh, was ist das denn? Ey! Alter, an wen erinnert der mich? Warte, ja. Hier, an den Dings. Weißt du, wen ich meine? Von den Herzbuben-Dingern. Wildacker Herzbuben? Ja, der eine, wie heißt denn der? Wilfried oder so. Keine Ahnung. An den erinnert er mich. Alter. Das ist Napalm, du. Wildinge, Herzbuben. Heißt der so Wilfried? Ich weiß nicht, wie die beiden heißen. Da bin ich in Kulturwarenhause. Warte. Mitglieder. Wilfried Glimm. Der sieht einfach haargenau so aus. So können wir die Folge nennen. Als Begegnung ob. Mit Wilfried Glimm. Begegnung mit dem Wildecker Herzbuben. Oder einer davon. Die haben den doch daran inspiriert. Ja, los, ich schick dir das jetzt mal auf WhatsApp. Hier, so heißt der. Gib's einfach mal schnell bei Google ein. Ah, ich hab den vor Augen, ich weiß. Ach so. Alter, der sieht einfach genau so aus. Okay. Warum erscheint ihr vor den unsterblichen Sohn des Himmels, dem großen... Alles klar. Möchtet ihr unsere Stadt besuchen und unsere Gastfreundschaft genießen? Ja, ich möchte. Das ist annehmbar, okay. Ich sehe die Stadt zwar nicht mal. Oder ist das der von der da? Weiß ja nicht. Gut, hier unten sind Speer von China. China ist ja auch irgendwo. Alter. Das wäre cool, wenn es auch einen Abgesandten von den Barbaren geben würde. Hey, wir wollen nicht kalt machen. Na, okay, machen wir. So. Ich hörg. Ich machen euch kalt. Ach man. Ich schwingen Geule. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Die flitzen ganz schön rum, lieber Bahn. So, Bergbau haben wir auch. Cool. Wie lange denn mal wissen, wo China ist? Ah, ich glaube, ich hab China. Hier unten. Was ist das, Milch? Milch? Ja, Kühe. Vieh. Ist da. Ah, sehr gut. Was man ja mit Milch assoziieren kann. Ach, keine Ahnung. Keramik, das Rad, Reiterei, oh, Segeln. Ich sag mir mal einfach gleich mal das Rad oder Bogenschießen. Oder Bronzeverarbeitung für bessere Waffen. Für bessere Waffen, ja. Ach, hier, Bronzeverarbeitung habe ich jetzt gemacht. So. Wir hoffen mal nicht, dass wir das Militär so früh brauchen, aber das kann hier sehr schnell passieren. Ja. Die KI packt sich nämlich immer sehr schnell zusammen. Die bilden immer sehr schnell Allianzen. So. Ich glaube, wir brauchen bald auch schon wieder einen neuen Bautrupp. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Okay. Neue Politik einführbar. Politik ändern. Zack, ich nehme einfach mal das und das. So, Politik ändern. Jo. So, Außenhandel und Handwerkskunst. Wäre jetzt möglich. Ich wäre für Außenhandel, oder? So, zack. Und Befehle kriegen die hier. Wir sollen erstmal das abreißen, was gerade da ist. So. Oh, was ist das denn? Kolosseum? Nee, das ist... Nee, Stonehenge! Genau, wollte ich gerade sagen. Besitzer China, ja, okay, ist China. Was denn, die haben doch nicht jetzt schon ein Weltwunder gebaut. Naja. Wie schnell sind die dann? Halt, ja. Kleines Wunder. Made in China. Na gut. So, meine nächsten... Ich weiß gar nicht, wo soll ich meinen nächsten Ort denn hinpacken? Eher so nach Westen vielleicht? Da ist ja eine große Freifläche. Ich würde sagen, so Richtung Südwest, oder? Ja. So. Da können wir
Also hoffentlich also ist bei da nicht Orangen auch schon wieder. Und Schafen vielleicht. Habe ich jetzt so überlegt. Mhm. So, dann können wir hier was Neues auswählen. Ich mache tatsächlich nochmal Handwerk, aber ich hätte gern nochmal welche. So. So. Will jetzt hier aber auch nicht in China einmarschieren, das... Pass mal auf, was hältst du von dieser Position hier? Dann gäbe es hier Schafe. Weizen. Orangen. Und wir sind relativ nah zu Washington. Mhm. Das wäre auch mal was. Dann nehmen wir die Position in der nächsten Runde dann. Müssen wir mal gucken, ist halt auch relativ dicht zu Russland, ja? Mhm. Solange die uns da nicht eine Stadt vor die Nase setzen, müsste es eigentlich gehen. Produktion... Oh, es dauert ja alles so lange. Ich sag erstmal ein Speer, der dauert am kürzesten. Der zweite dauert dann ja nicht mehr so lange. Eine Produktionslänge hier. Aber schon erstaunlich, dass die Straßen weggenommen haben. Ja. Ist jetzt halt über diese Handelswege, die man baut, baut man automatisch Straßen mit. Unsere Handelsdelegation sollte in Kürze mit den feinsten Gewürzen, Tees und so eintreffen. Eure Delegation ist uns willkommen. Ja, hervorragend, danke. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum der es überhaupt fragt. Wegen Dank und Bitte und so. Weil wenn die Handelsdelegation kommt, die baut doch automatisch Wege mit. Mhm. Wenn ich sage, nee, kommt nicht, dann bauen die Wege ja nicht. Wodurch die Wege... Die Wege, über die Wege können wir doch schneller militärisch reisen. Mhm. Verstehst du? Das heißt, es könnte auch ein Nachteil für uns sein. Vielleicht schicken die auch nur her, ja, weil sie Krieg anfangen wollen. Mhm. Also die machen schon mal einen Trampelfahrt. Super. Um dann uns irgendwelche irgendwelche Heinis auf dem Weg zu, auf der Nase zu. Ja, so ungefähr stehen. Die Nase zu schicken. Na super. Perfektes Deutsch. Ja, sind wir halt so von der gewöhnt. Mhm. So stelle ich mir das vor, ist doch aber ist doch gar nicht so dumm. Was haben wir da unten? Was ist das? Wo unten? Warte mal, bei dem. Ja, was? Genau, da wurde eben was mit der Maus. Das? Links neben der 3. Neben der Stadt. Also neben der fremden Stadt. Hier. Nee, weiter nach rechts. Ja. Da genau, jetzt schräg hoch. Da zu diesem Punkt da, zu diesem weißen Punkt. Da. Nee, links. Ja, Zucker! Ach, Zucker. Oh. Cool. Das kannst du lesen? Kann ja nicht mal ich richtig lesen, ohne Wolle. Ach Mensch. Die schmochen die alten Augen, die bringen die so mit sich. Ja, sehr gut. Überlass das Erkunden mir. Auf Wiedersehen. Alter, die ist ja richtig stinkig. Hm. Sehr freundliche Madame. So. Oh, gleich mal nächste Runde. Dann schon Runde 41, ja, tatsächlich. Mhm. Es ist gut, dass ihr nicht versucht, euch mit den glorischen zu messen. Mit der Qin-Dynastie, dass wir uns ja nicht mit messen wollen. Unsere Wunder sind einzigartig. Auf Wiedersehen. Ach, Mann. Ich habe auch ein bisschen eigentlich, was also China würde ich nicht angreifen, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Hm. Hm. Na ja. Seid ihr wirklich so frei und Blut vergießen? Wo bleibt eure Ehe? Schon wieder. Was haben die denn? Will die wirklich Krieg mit uns führen? Hoffen wir mal nicht. Alter, auf Wiedersehen. Da sind wir noch gar nicht drauf vorbereitet. Sagt immer zu, dass wir zu feige sind zum Blut vergießen. Alter, halt doch deine Schnauze, das nervt. Das geht die doch gar nichts an. Ist so. Soll uns doch unsere Politik überlassen und die kann machen, was sie will. So, Produktion, dann machen wir hier mal Krieger, Handwerker, Speer, Siedler.
Ich mach mal Krieger, das wird uns empfohlen. So, bauen wir erstmal einen Bauernhof. So. Weiß ich eigentlich. Philadelphia, ach so. Mhm. Nächste Runde. Oh, die waren jetzt aber fix. Ein spartanische Olivenöl und so. Ach, unsere Hauptstadt. Ach los, wir lassen die rein, damit sie gut gelaunt ist, die alte Schrulle. Sehr schön. Jede Nation lebt vom Tausch. Gut, Außenhandel haben wir geschafft. Plus 2 Gold durch alle Handelswege. Wie sieht es mit unserer Finanzierung eigentlich aus? Oder für uns unsere Finanzen? 227 Gold haben wir. Ja, naja, okay. Wir haben plus 6,3 pro Runde. Das ist zwar nicht viel, aber in den Anfangsrunden. Naja, Runde 46, da geht es schon, würde ich sagen. Wir machen auch gut plus. So. Mystik Handel, frühes Reich, Mystik oder Handelskunstwerk, Handelskunst. Ich sag Handwerkskunst, so. Sag mal Handwerkskunst, das dauert nur 10 ja. Runden und ich glaube, das erfreut Russland. Ja, weil die andere Tante da auch wieder ankommt. Na, ja. Hallo. Ihr wollt Blut vergießen? Wir haben vor kurzem Bronze ist der Spiegel. Danke, danke, danke. So, Forschung wählen. Bogenschießen wollten wir jetzt ja machen, ja? Und die Krieger hier sind fertig. Wir könnten Händler jetzt machen. Handwerker. Speerkämpfer. Schleuderschützen. Na, ich will eigentlich noch gar nicht so viele Krieger machen. Die kosten ja auch einen Haufen Geld, ja? Ich mach mal Händler für ein paar Handelswege. Und dann den nächsten Siedler. Ja. Diesmal sind wir schneller. Und nicht die anderen. Ja. Wollte schon gut was von der Karte erforscht, ja? Sieht schon nicht schlecht aus. So. Warte mal, es tut aber mir leid, mal, aber... Ist immer ja. Blöde, dass das dann, wieder, also nicht ergraut in dem Sinne, sondern also, dass es wieder dunkel wird. Erst wieder, wenn man da welche hinschickt. Dann wird es wieder farbig. Aber ist ja bei den anderen auch so. Dass wenn man da niemanden hinschickt, dass das dann schwarz wird oder grau. Oder hier in dem Fall, was ist das? Hellbraun? Ich habe den Kilimanjaro entdeckt. In Tansania also ganze als ob? Mit den anderen Menschen waren wir das? Mit mir gereist sind. Wie geil der Text da unten. Wie sie herausstellte, gibt es auf den Kilimanjaro kein WLAN. Ich musste mich in Tansania, okay, also ganze 2 Wochen mit den anderen Menschen unterhalten, die mit mir gereist sind. Nancy Bones. Ach man. So. Jetzt hier macht mal euer Kupferding dann noch. So. Nächste Runde. So. Jetzt geht's in kalte Gebiete. Also scheinen wir am Rand der Karte zu sein. Ja, anscheinend, ja. Unten so.
Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Richtung gucken und dann würde ich eventuell die nächste Stadt. Kannst ja schon mal ein bisschen drüber nachdenken, wo die nächste Stadt hinstellen. Dein, wo nicht so viele Leute sind. Was ist das? Eis? Na, so Schnee, Eis, irgendwas. Sehr gute Bedingungen für Stadt. Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Naja, gut. Das wird ein Eistown. Ach man, so, ich hab Speer. Hm. Der wird spärlich was sehen. Och nö. So. Monument könnten wir machen, Speerkämpfer, aber wir wollten ja Siedler machen. Aber bei 25 Runden, ich sag jetzt mal Monument. Mhm. Weil Siedler dauern jetzt so lang, 25 Runden in denen. Für den Moment ein Monument, okay. Ja, Frank, wir hören gleich auf. Was machen die da? Das sind doch Krieger, ja, okay. Ja, ich lass die da mal ein bisschen nach oben latschen. Die Krieger hier unten gleich auch mal ein bisschen hoch. Und hier sehen auch die Ressourcen besser aus, oder? Auf dieser Karte. Oh, sind halt mehr Ressourcen irgendwie. Mhm. Gehen wir jetzt noch ein bisschen in die Richtung und dann würde ich gerne mal jetzt gucken, wo ich das nächste Lager aufschlage. Und hier erstmal Siedler, zack. Und denn wer braucht Befehle? Hier, die. Petersburg. Sag mal nach St. Petersburg. Dieser Handelsweg wird uns. Russischer Handel mit Wodka. Handelsweg, genau. Mm. So, nächste Runde. Wir bringen Hamburger für Wodka. So. Ah, hat richtig schön geknackt im Nacken. Mm. Obwohl, es ist noch nicht Zeit für McDonald's, um diese. Zu dieser. In diesem Jahrhundert. Aber. Naja, gut, hier unten ist gerade so. Bösen verwirrt sein, während dein Pfeil sich seinem Ziel nähert. Haben sie uns an den Kartenrand geklatscht? Ja. So, Bogen schießen können wir. Dann nehmen wir jetzt das Rad als nächstes. Dass alles rund läuft, meinst du? Hm, ja. Naja. 11,5 Münzen machen wir gerade pro Runde. Glücklichkeit ohne Fantasie ist Handwerk und bringt uns vielerlei nützliche Dinge. Ja, Politik können wir ändern. Aber. Andere die Politik immer und jetzt so machen wir noch mal ein bisschen Plus durch die Handelswege. So, was können wir noch für Politik machen? Frühes Reich, Mystik. Ich sag mal frühes Reich, oder? Mhm. Okay. Je früher das Reich, umso schneller werden wir reich. Genau. Ich krieg noch kalte Füße da, die Leute. Ja, aber. Wieso nicht? Ich lasse hier jetzt mal ein bisschen langlaufen, mal gucken, wie weit zu kommen. Frankreich kommt hier, glaube ich, auch gleich. Befürchte ich. Mhm. Oh, wir können ein. Pentheons, also. Irgendeine Gottheit oder so. Kannst du das lesen von der Schriftgröße her? Oder soll ich es vorlesen? Nee, die Gottheiten. Also, now, durch. Ist ein bisschen zu klein.
Ah, dann würde ich mal sagen, Amerika, was passt denn da so zu Amerika? Da wurde gerade bist du mit der Maus? Nee, da unten, also der dritte von unten. Dritte von unten. Was ist das? Da sind ziemlich viele Ressourcenpunkte. Mhm. Mündliche Überlieferung. Mhm. Ja. Da sind ziemlich viele Punkte angebracht. Ja, denn los. Nehmen wir das. Wir können ja aber noch. Wir forschen ja weiter an der Geschichte. Ja. Weiß jetzt immer noch nicht, wo ich die nächste Stadt hinbaue. Möglichst da, wo noch keine andere ist. Aber naja, ich denke, mit diesem Thema werden wir uns in der nächsten Folge von Civilization 6 beschäftigen. Und es ist diesmal wirklich die nächste Folge. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Von mir ein Danke und Frank für dich, wie immer das letzte Wort. Von mir auch ein Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, haut rein. Tschüss. Und lasst ein Like da. Ciao.